Okay, gut. Das hat es nicht hingehauen. Aber jetzt kommen drei Chicken Men hier hin. Drei Chicken Men. Was kommt da hinten? Leute, die Menschen! Leute, die Hühner kacken! Kommt da. Machulama! Scheiße! Okay, gut, okay, jetzt machen wir hier mal ernsthaft, ne? Das wäre alles ja nur so ein Ding, ne? Um zu zeigen, dass man auch andere Sachen machen kann. Oder was macht denn eine Hillary? Ein Superbox hat ja immer richtig viele Leben. Speed 1000. Okay, gut. Den Typen, den nehmen wir jetzt mal. Mal gucken, was der macht. Der muss ja richtig krass sein. Wie der da schon ankommt. Jetzt heul nicht! Es sind nur Kanonen! Und du bist der Superboxer! Und du hast 10.000 Leben! Du schaffst das. Du schaffst das. Guck! Hier! Du schaffst das! Bam! Balam, bam, bam! Ja, Mann! Jawohl, verprügelt euch! Sehr schön! Du schaffst das, komm! Und da ist dem armen Drummergott das Mikro abgekratzt. Wie die eine Kanone einfach die Kanone davor einfach abgeballert hat. Als hat sie nichts Besseres zu tun, die Drecksau. Ja! Wir haben gewonnen. Wie geil ist denn das? Das ist ja schon ziemlich abfuckerig, ne? Aber was ist das? Was ist das für einer? Okay, ich würde sagen, das wird jetzt, ich glaube, das wird jetzt schwierig. Doch, wir haben ja noch ein paar Katapulte. Und hier noch eins. So, und jetzt geht's wieder los. Wunderbar. Voll funktionsfähige Strategie. Batz. Da wird ja quer durchgejodelt. Quer durch wieder gejodelt. Das ist ein Chicken Man! Haut den weg! Ja, ein Katapultweg. Was? Mann, der schwirbelt ja alle kaputt. Ja, noch ein Katapultweg. Ja, Chicken Man. Ja. Hau den jetzt weg, Alter. Wie viel Leben hat denn der Sack? Jetzt aber noch mal richtig ra. Wahrscheinlich. Mit so einer Strategie kannst du wirklich fast alles schaffen. Oh, was sind das jetzt hier? Schaffen wir, glaube ich, auch. Also, das sieht ja immer so. Hä, was? Ist ja einfacher als alle anderen gewesen. Hier oben auf dem Berg einen hin? Auf den Stein! Ja, Mann, auf den Stein! Da kommen die richtig schwer nach oben. Und dann natürlich wieder Ablenkung, ne? Ganz wichtig, sowas. Ablenkung ist ganz, ganz wichtig. Wollen wir mal näher ranzoomen? Man sieht, dass Leute Kugeln in die Fresse bekommen. Man sieht, dass
Leute sterben. Man sieht Leute, die nicht wissen, wohin. Und dann gibt's doch noch Leute, die durchkommen. Und die Leute, die mit den Katapulten schießen, eventuell bekämpfen. Doch dann kommen wieder diese Katapulte. Und hauen alle weg, die im Weg stehen. Man merkt es ganz, ganz deutlich. Wenn man nun sieht, wie aggressiv diese Katapulte auf einen losgehen. Sie hauen ihnen den Axt aus der Hand. Hauen ihnen die Köpfe weg. Das Wichtigste. Verlieren die Menschen. Und die Axt fliegt rum und weiß nicht warum. Doch ein Wikinger schafft es, das Katapult zu zerstören. Der Rest ist schon gestorben. Doch dann... Patz! Ist er auch noch weg! Da! Wunderbar! Gut. Leute, ganz ehrlich. Was ist denn das? Da kommt man doch ganz leicht gegen... Mit einem Katapult doch dagegen an. Ich verstehe das. Also wieder hier eins und hier drauf noch eins. Und der Rest. Ganz ehrlich, wir haben jetzt 130 machen wir jetzt von diesen ganzen Typen. 130 von diesen ganzen Krampen. Setzen wir jetzt irgendwo hin, wo Platz ist. Das ist ein Gemetzel, Leute. Und das wird der Tod von jedem sein, der es wagt, sich noch einmal gegen mich hier irgendwie zu kämpfen. Gegen mich irgendwie zu kämpfen. Was haben wir denn da? Ein Katapult. Da wissen wir doch, was dagegen zu tun ist. Ein anderes Katapult. Und zwar hier oben drauf. Genau, die perfekte Aufstellung. Und dann noch eins. Hier. Nein, da. Und der Rest, wie immer, lauter Typen, die nicht wissen, warum sie hier sind. Denn das ist die beste Strategie. Sie funktioniert überall. Doch nicht, wenn Katapulte so blöd sind und sich selber die Hose zuscheißen. Denn so ein Katapult kann nicht funktionieren. Das Katapult ist ja genauso bekloppt! Doch dann gibt's noch diese ganz normalen Typen. Und sie werden das Katapult da oben zerstören. Während das Katapult versucht, verzweifelt, das Katapult da hinten dazu zu zerstören. Doch sie müssen langsam mal fertig werden mit ihrem Axt-Scheißer. Denn das ist ja der Typ. Der wahre Typ. Doch dann versteht das Katapult von den Gegnern auch, wer der wahre Feind ist. Nicht die Katapulte. Axtwerfer. Warum sage ich dann die Einzigen, die immer zu Axtwerfer, weil die werfen doch gar nicht ihre Axt. Aber die roten Typen schaffen es einfach nicht. Sie schaffen es nicht. Sie schaffen es nicht. Batz. Denn ja auch die letzte Kugel ist entscheidend. Der letzte Typ, der da noch lebt. Ein Dings kaputt gemacht. Und dann kommen die nutzlosen Katapulte
die dann natürlich zerstört werden. Eine Kugel nach der anderen. Mitten auf das Katapult. Boom. Da geht dann natürlich gar nichts mehr. Und auch da hinten. Der Axtwerfer. Der nichts kann. Schafft es einfach nicht. Doch das eine Katapult der Gegner ist eventuell auch so blöd. Und das Katapult lebt sogar noch. Das Katapult kann leben. Ist das denn so? Defeat. So ein Scheiß! Okay, die Strategie war jetzt nicht gerade die beste. Aber das lag auch einfach nur an diesem Katapult. Die Strategie war gut. Aber die Katapulte waren scheiße gesetzt. Man muss sie anders setzen. Anders! Ne? Verstehen Sie? Anders. Einer muss hier hin. Nein! Dahin. Und das andere muss hierhin. So funktioniert nämlich eine ordentliche Strategie. So funktioniert eine ordentliche Strategie. Ja, so funktioniert sie. Kugeln für Kugeln. Wikinger für Wikinger. Die Kugeln sind entscheidend. Denn nicht die normalen Typen werden es reißen. Sondern die Katapulte. Die Typen sind ja nur zur Ab. Ja! Die sind ja nur zur Ablenkung. Doch die wahren Feinde sind die. Denn überall liegen tote Leute rum. Doch die einzigen, die noch da sind, das sind die Katapulte. Und warum ist das Katapult so behindert? Fragt sich jeder. Und dann stellt sich heraus, dass diese normalen Typen doch die wahren Feinde sind. Die den Rest kaputt machen. Victory! Ja, Mann! So läuft das hier. Sind das Speerwerfer? Sind das Speerwerfer? Oh mein Gott. Er ist ja wirklich grausam. Da weiß doch, was dagegen noch zu tun ist. Ein Katapult. Und am besten noch ein Katapult. Und dann natürlich wieder lauter von diesem Team. Und auch hier oben sind Leute. Was läuft denn eigentlich jetzt bei denen hier ab? Das sind die Leute, die es können. Die Leute, die gemerkt haben, dass sie statt Berge steigen, vielleicht doch ein oder das andere Mal kämpfen müssen. Und der Typ wird es auch schaffen. Er ist nämlich der wahre Zerstörer hier in dieser ganzen Gruppe. Nicht die Katapulte. Der sich aufs Maul legt. Der ohne Grund verreckt ist. Das sind die wahren. Die Katapulte, das sind ja nur Sachen, damit es so aussieht, als ob sie gut wären. Doch dabei sind sie nicht gut. Denn das sind nur diese Leute. Die ganzen Leute. Nicht dieser Axt-Relief-Knecht, der alle ins Gesicht scheißt und der fliegen kann. Nein. Normalen Leute sind die wahren Leute. Man sieht ja schon, alle gehen auf diese Typen. Dieser eine Axttypi wird nur deswegen verrecken, weil alle anderen hier drauf gegangen sind. Das ist nicht der wahre Grund, warum wir diese Schlacht gewinnen werden. Ja. Dann guckt euch ihn an. Er ist der wahre Typ. Nein, nicht der wahre Typ. Er hat einen toten Bären auf seinem Kopf. Es ist strafbar. Und deshalb muss das geändert werden.
doch irgendwie funktioniert das nicht. Irgendwie schaffen es die roten Typen doch nicht. Denn vor lauter Äxte kommen sie nicht mehr drauf klar. Und dann sind die einzigen Überlebenden doch noch diese Katapulte. Doch warum schießen sie alle nach da hinten? Da ist doch gar nichts. Endlich ein Typ, der es gerafft hat. Dass da die wahre Gefahr lauert. Und warum ist hier noch ein Axtspeerwerfer? Ein Speerwerfer. Fuck, der wirft doch schon Speere, Mann! Mach doch den kaputt! Doch nicht auf den da. So, jetzt aber. Ja! Damn! Endlich! Und jetzt kommt die erst dran. Wen sehe ich denn da? Ein Typ. Ein Typ! Er es wagt, den stärksten der Gegner zu vernichten. Und man sieht... Was hat denn das jetzt gerade abgewehrt? Was sehen wir denn da? Einen lebenden Typen. Ja! Doch er wird davon abgehalten. Dass der ganz normale Typ... Ich sag ja. Der normale Typ ist der wahre Feind. Oh. Dafür kommst du in die Hölle. Ach, was ist jetzt mit dem hier? Es gibt keine normalen Typen mehr. Wie soll der jetzt noch verreckt... vernichtet werden? Kein Katapult kommt da durch. Alles blockiert von Äxten. Es funktioniert nicht. Tja, das sieht schlecht aus. Wie soll's weitergehen? Das erfahrt ihr in der nächsten Folge von The Totally Accurate Battle Simulator.